Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Super Mario World. So, Vanilla Dome 1, wir sind dabei. Immer gerne doch. So, auch in dem Level gibt es zigtausend Abkürzungen, Zusatzlevel. Und die möchten wir natürlich alle freischalten. Also wir müssen natürlich nochmal zurück in Level 2, um dort die Zusatzteile freizuschalten. Aber die bringen uns jetzt, glaube ich, noch gar nichts. So, ach, hier brauche ich den Yoshi. Hier brauche ich Yoshi, sonst wird das nichts. Den brauche ich nicht. Und hepp, da müssen wir nämlich hin. Und ich glaube, ohne Yoshi kann ich das jetzt noch gar nicht. Zumindest bräuchte ich mehr Schwung. Nope, das wird nichts. Das wird so nichts. Haben wir irgendeinen Yoshi übersehen? Nee, ich glaube nicht, ne? Ach shit, den habe ich das letzte Mal auch irgendwie... Ey, hier ist ein Leben. Das wusste ich auch noch nicht. Ah, das will ich nicht. Das will ich nicht. Nee, will ich nicht. Okay. Dann müssen wir... Ach nee, wir können es ja erstmal normal durchspielen. Ich wollte jetzt wieder rausgehen. Also wenn ich Start Select drücke, kann ich eigentlich aus jedem Level rausgehen. Aber das geht auch nur, wenn ich es schon mal durchgespielt habe. Ansonsten könnte man natürlich hier einfach kurz vorm Abgrund nochmal Select drücken und wäre dann raus. Ich muss das doch irgendwie schaffen, oder? Ich probiere es nochmal. Nee, ohne Yoshi wird das hier nichts. Shit! Hätte ich dran denken können. Hat er vergessen. So, hier müsste man theoretisch noch ein Leben kriegen, wenn man alle absahnt. What? Okay, ihr habt es aber gesehen, ich bin gesprungen und dann war ich in dieser Segelanimation. Und mit der Segelanimation habe ich leider den Schwung verloren. Und ich versuche gerade über irgendwelche Ausreden mich aus der Misere zu bringen, aber das gelingt mir natürlich nicht. So, wir brauchen Yoshi. Wir brauchen Yoshi, wir brauchen einen Pilz. Ihr seht, sonst kommt hier ein Pilz raus und jetzt darf ich erst die Feder nehmen, ansonsten kommt der Pilz raus und dann hat man es versiebt. So, dann wollen wir doch mal. Auf dass wir jetzt das Zusatzlevel machen. Beziehungsweise erstmal freischalten und dann den regulären Ausgang. Ich darf dummerweise Yoshi jetzt auch nicht verlieren. So, das heißt, hier sind wir schon. Und hinterher kann man natürlich das Leben nochmal mitnehmen. Pff, geil. So. Und hip. Und hip. Na endlich. So, und hier oben haben wir wieder ein Secret Exit. Sehr geil. So, da wollte ich eigentlich hin. Sehr schön. Ne, wir machen erst nochmal den regulären Ausgang. Das war dumm. Das war sehr, sehr dumm. Aber wir kriegen ja sowieso nochmal eine Blume. Theoretisch reicht mir die Blume auch. Nee. So. Und das Leben nimmt man mit. Man nimmt die Leben mit, wie man nur kann. So, will ich nicht. Shit! Will ich nicht und nehme sie trotzdem. Ich honk. Ich alter Honk. So. Ist aber vielleicht auch besser. Denn mit der Feder habe ich ja hier gefailt. Vielleicht sollte ich die Feder hier einfach nicht nehmen. Jetzt versuchen wir mal das Leben zu kriegen. So, jetzt der Sprenger. Jawohl. Aber dafür die Yoshi-Coin nicht. Diese Schweine. Das haben sie extra so gemacht, ne? Damit man dann in der Luft denkt, oh, ich drehe dann doch lieber um. Und dann schafft man es nicht und springt in die Lava. So. Mist. Ich dachte, ich komme durch. Schwein. Renn zu. Wie hast du mich genannt? Renn zu. Nee. Ah, ich honk. Ich honk. Ich habe keine Ahnung, was ich mir gerade gedacht habe. So, den möchte ich mitnehmen. Ich glaube, hier hinten ist schon das Ziel.
Oder auch nicht. Okay. Das hat mich beinahe eingeholt. So, eins will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, es gibt mir ein Leben oder irgend sowas. Oder eine Blume. Auch nicht schlecht. Also ich wusste, dass da irgendwie noch so ein Footballspieler ist und dass ich dem direkt einen auf den Dönitz braten kann. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Freut mich. Wir kommen gut voran. Und hier gibt es auch noch einen Secret Exit. Und den nächsten Switch Palace. Die gibt es eigentlich relativ am Anfang, ey. Das ist echt krass. So, hier gibt es links, glaube ich, noch eine Blume. Die brauchen wir nicht. Und hier den Ausgang, den kenne ich schon gar nicht mehr. Weiß gar nicht mehr, wo der war. Ah, doch. Der war schwer. Da könnte sogar sein, dass man Yoshi braucht. Oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Brauche ich einen Yoshi? Vielleicht auch nur eine Feder? Ey, eine Feder ist auch nicht schlecht. Da kann ich die hier wegdrillen. Ich will die Feder. Wie machen wir das jetzt? Ich will die Kackblume nicht. Verdammt. Ich wollte sie wegbumsen. So, irgendwas hiermit hat es auf sich. Ich weiß nicht mehr wie. Das müssen wir, glaube ich, mitnehmen. Lassen Sie mich in Ruhe. Wartet mal, so. Da hinten, hier. Ja, hier war das. Ja, hier kriege ich mal eine drauf. Okay. Ich habe gedacht, irgendwie kann man da noch das umdrucksen, aber dieser blöde Fisch. So, hier gibt es den nächsten Switch Palace. Und dann fehlt, denke ich, nur noch einer. Okay. So, der kann uns natürlich wieder ein Leben rausleiern. So die Theorie. So kann man das machen. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man auf die drillen kann. Das war jetzt mehr oder weniger einfach nur Zufall. Hui. Sehr schön. Switch Pad is activated. The power of the Switch. You have pushed. Will turn. ... into rot Ausrufezeichen. Your progress will also be saved. Das wollen wir aber sehen. Wenn ich das nämlich nicht will, wird hier gar nichts gesaved. Wird hier nichts gesaved. So, aber wir wollen natürlich saven. Wäre natürlich blöd, wenn wir es nicht machen. So, wir gucken nochmal hier rüber. Hier weiß ich gar nicht mehr genau, wie das... Hier gab's... Ah, doch. Ne, warte mal. Wie war denn das? Hier weiß ich gerade gar nicht. Hier war, glaube ich, eine Feder drin, wenn ich mich recht entsinne. Ach so, natürlich nur, wenn man groß ist. Wenn man klein ist, kriegt man natürlich keine Feder. Dann ist man, es ist nicht würdig, eine Feder zu kriegen. Aber irgendwo war doch hier noch eine Feder. Hier nicht. Ja, eigentlich wäre es schon geil, wenn man jeden Yoshi-Coin auch mal sammeln würde, aber... So. Hier darf ich, denke ich, nicht lang. Ja, das brauche ich. Da muss ich nämlich hin. Das muss ich nämlich tun. So. Tschüss, du Lusche. Du Depp. Sehr geil, das ist ein Secret Exit von dem Level. Das heißt eins. Ich glaube, es gibt nur einen Secret Exit. Das andere wäre das normale gewesen. Ja, und jetzt kommen wir endlich in die Sternwelt. Dort sind die knackigsten Level von allen. Und ich habe endlich rausgefunden, auch hier gibt es nochmal ein Secret Level. Also es gibt in jedem Level hier nochmal ein Secret Level. Aber es gibt da nochmal ein ganz secreteres Level. Und das habe ich endlich mal rausgefunden, wie das funktioniert. Das wusste ich jahrelang nicht. Doch... Dank meiner überlegenen Intelligenz habe ich es herausgefunden. Nein, daran lag es leider nicht. Es lag einfach nur daran, dass ich im Internet geguckt habe. Ziemlich lame, ich weiß, aber was soll ich sagen? So war es gewesen. Ich habe einfach nachgeguckt. So, jetzt die Lücke im System und raus damit. Oh, der Anlauf hat nicht gereicht, okay. Da oben ist nämlich noch ein Yoshi-Coin, aber ich hätte gedacht, dass ich den kriege.
Hat er falsch gedacht. So, das ist der reguläre Ausgang. Oh, ja, dieser Hund. Dieser alte Schweinepriester. Wäre ich mal einfach runden lang gerannt, aber nein. Ich bin wirklich wie eine Elster, die auf was Blinkendes guckt, wenn es irgendwo oben lang geht. Ich meine, in jedem Jump'n'Run geht man oben lang, oder? Das ist einfach, das ist die simpelste Jump'n'Run-Logik. Geh oben lang. So, hier gibt es auch noch ein Secret-Schloss. Das muss man nicht machen, ist aber geil. Ist halt geil, ne? Ich bin so dödelig. Ich bin so dusselig. So, komm her, Yoshi. Kann man sich auch mal merken, dass hier ein Yoshi direkt am Anfang ist? Muss man vielleicht nicht immer ganz zurücklatschen. Alter. Komm mal her, was ist denn hier drin? Oh! Oh! Oh, nee! Mann, ey, ich bin doch gerade... Was ist denn hier los? So, jetzt aber. Mit Schmackes. Nein! Nein! Gehen Sie weg! Nein! Was ist denn das für ein Kacklevel? Kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Hier kann man bestimmt auch Leben farmen ohne Ende. So, nehmen wir mit. Bam. Geht da rein in die Röhre. Gibt's bestimmt noch irgendein Secret. Es gibt immer Secrets. Lassen Sie das bitte. Oder lassen Sie das. So, was ist, wenn ich da oben drauf springe? Hat das irgendwelche effizienten Vorteile für mich? Oh, oh, eine fucking Feder. Ah, hier ist auch sowas, wenn man so schräg rausgeschossen wird. Also wir haben da wahrscheinlich irgend so ein Secret-Teil schon wieder verdödelt. Okay, da ist nichts drin. Ja, wir haben ja Yoshi. Ja, da kann man nämlich einfach drüber stampen. Boing. Das kannst du aber schön vergessen hier. Hui. Sehr schön. Schöner Level, hat mir gefallen. Konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Der war knifflig, jedoch auch einfach und harmonisch. So wie ich es mag. So, Vanilla Secret 3. Bim, 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 bim. Oh nein. Das kann ich doch nicht. Oh, was ist denn da oben? Ich will da oben das haben. Nein! Ey, da kann ich ja jetzt einfach fliegen, ne? So die Theorie. Oh, da unten ist der Fuckfisch. Das war einfach nur Glück. Das war verdammt Glück. Einfach nur voll die gute Lücke hier erwischt. Okay, ich glaube, der Fall sagt mir, ich soll nach rechts. Bin mir nicht ganz sicher, was das heißen soll, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Dampfer. So. Die Hälfte des Levels mal wieder überflogen. Optimal. Läuft. 29. Ich habe auch keine Ahnung, was mir das bringt. Ich habe ein Leben bekommen, oder? Bringen mir diese Sterne irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Wir wissen es nicht. So, jetzt wird es nochmal knifflig. Das Level... Das ist echt nicht ohne. Ich glaube, es ist auch das einzige Schloss, wo man schwimmt. Zumindest also im Original Super Mario World. Gibt natürlich immer noch... Fuck, die kann man nicht wegdrillen. Immer wieder neue Geheimnisse. Also in Hex und so gibt es natürlich nochmal... Alter, ich bin aber auch gerade irgendwie scheiße, ne? Können wir mal so festhalten. Läuft halt scheiße. Ne. Oh, wie ich diese Teile hier hasse. Alter, ich flipp aus. Ich schwimme auch genau rein. Ah. Ah. Gibt's hier nochmal irgendwie ein Item oder so? Irgendwas Schönes? Komm, guck nicht so grimmig. Komm runter, mein Junge. Ich hätte so Bock, wirklich mal so einen Marathon zu machen, alle Mario-Spiele. Aber ich glaube, das dauert zu lange. Das dauert zu lange. Das hat noch nie jemand gemacht. So, Boss-Time. Durchgeflutscht. Ach, das sind die Rhinos, ne? Ach, shit. Die sind natürlich nicht ohne. So, jetzt müssen wir leider Gottes hier mal einen Abstecher machen.
Ach komm, ja, nee, das sehe ich anders. Hör auf zu schießen. Warum? Mario, jetzt zieh deine Runzelbeinchen richtig an. Alter, komm, wir drehen hier noch ein paar Runden. Sehr schön. Er hat es gerade irgendwie nicht geschafft, ne? Ich meine, er war mit voller Sprungkraft, wollte er nicht. Er wollte nicht. So. Ach nee, hier hinten geht's glaube ich noch weiter, wenn ich mich recht entsinne. Stimmt, hier bildet sich eine zweite Brücke. Und ihr seht schon, man kann damit ein Schloss überspringen. Ach, das war auch kacke hier, das war schwer. Da gibt es eine Stelle, die ist wirklich sackschwer und ich bin auch noch gerade klein. Das ist schlecht. Eine Stelle, da habe ich wirklich ewig gebraucht. So, ich glaube, die kommt gleich. Zack. Nimm es. Do it. So, das. Ich könnte kotzen. Hier wirklich die Lücke zu finden. Da. Aber wir haben wenigstens nur den Yoshi verloren. Ich krieg es nie hin. Ich krieg es einfach wirklich nicht hin. Ich hüpfe da immer davor. Es sieht gar nicht so schwer aus. Wie komme ich jetzt hier hoch? Wow, das war verdammt knapp, ey. Okay, hab's begriffen. Wir müssen hier irgendwie runter. Es spielt sich aber auch wirklich einfach mit dem Controller hier tausendmal besser. Hier gibt es, glaube ich, noch mal was Gutes. Als mit dem Xbox 360 Controller. Ey, er ist einfach wirklich optimiert hier drauf. Hier gab es, glaube ich, noch mal irgendwas. Hier gibt es immer irgendwas. Es muss was geben. Es gab nichts. Okay. Der ist wirklich einfach perfekt für so Jump'n'Runs, 2D-Jump'n'Runs. Der ist wirklich super. Es ist aber auch eine geile Konsole. Weiche. Oh, oh, ich dachte, der Holzblock, der hält's auf. Nee, einfach dran runtergeglitscht. Mit den schlüpfrigen Schuhen eines Marios. Fuck, jetzt bin ich natürlich klein. Jetzt stehe ich natürlich wie ein Depp da. Wenn jetzt diese blöde Schildkrötenbande da wieder über mich drüber fliegt. Ich gebe zu, das war vielleicht doch nicht so das Optimalste, was ich hier gemacht habe. Hole ich mir jetzt mal einen Yoshi oder so? Ich kann ja theoretisch, wir haben uns ja gemerkt, hier vorne gibt es einen Yoshi. Den hole ich mir doch gleich mal. Alter, jetzt mache ich hier direkt am Anfang so eine Kacke. So, hier gab es doch noch einen Pilz oder sowas, ne? Nimm ihn! Sehr schön. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Theoretisch könnte ich doch einfach alles überfliegen, oder? Ne, ist ein Autoscroller. Dann geht das natürlich nicht. Dann funktioniert das nicht. So, jetzt aber Konzentration. Es kann nicht sein, dass ich jetzt hier... Es ist immer dieser Level. Es gibt's nicht. Der ist gar nicht so schwer. Es ist einfach ein bisschen Konzentration. Dann kann man ja einfach locker, floggig... Oh, schon wieder fast runtergefallen. So, das ist echt das Optimum. Wir haben sogar noch, wenn es alles in die Binsen läuft, dann können wir theoretisch hier noch uns vom Yoshi verabschieden. Ich hasse es. Ich treffe sie nie. So. Ey, das habe ich noch nie hingekriegt. Am liebsten würde ich jetzt wirklich einfach hier Select drücken. Reset oder Select. Ich weiß nicht, was es ist. Und mir einen kleinen Safe State setzen. Aber noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. Nein, das ist einfach... Das ist doch machbar. Das wäre ja wirklich lame. Das wäre doch lame, wenn wir das machen. Oder? Oder legitim? Nintendo will doch, dass wir es machen. Das hätten sie doch nicht eingebaut. Was ist denn eigentlich? Reset? Es ist der Reset-Knopf. Obwohl es eigentlich eher ein Select-Knopf sein sollte, ne? Es ist ja nicht wie damals der Reset-Knopf. Aber es hat sich vieles verändert im Gegensatz zu damals.
Das Gras ist nicht mehr so grün, aufgrund dieser unerträglichen Hitze. Maul halten! So, jetzt da unten. Nein, direkt vorm Ziel gefailt. Habe ich wirklich direkt vorm Ziel gefailt? Geht's hier eigentlich noch irgendwo hoch? Ich habe mich immer gefragt, wozu diese Dinger hier eigentlich sind. Mit dem Stern drauf. Es bringt eigentlich gar nichts. Hier gibt es ungefähr 2, 3, vielleicht auch 4 Blöcke im Spiel. Ich weiß nicht, wie viel. Und da ist nie was Besonderes drin. Also warum? Was will uns Nintendo damit sagen? Es ist mir immer noch ein Rätsel. Sehr schön. So, Leute. Ich bin der Meinung, wir kamen wieder gut voran. Das nächste Mal machen wir dann Schloss 4 oder Schloss 3. Vielleicht auch beide. Wir wissen es nicht. Wir werden es dann sehen, ne? Haut rein. Tschüss.